Kunst ist kein Kult oder Ersatzkult. Moderne Kunst steht für nichts anderes als für sie selbst. Sie ist, was viele ärgert, zu nichts nütze und fasziniert gerade durch ihre Nutzlosigkeit. Denn nutzlos zu sein, heißt ganz und gar nicht sinnlos zu sein. Indem sie darauf beharrt, nur ihr eigener Zweck zu sein, widersetzt sie sich durch ihr Dasein einem Denken, das alles dem Kriterium der Nützlichkeit unterwirft. An dieser Stelle, und nicht zuerst über Themen und Inhalte, an dieser Stelle berührt sich der christliche Glaube mit der Kunst der Moderne. Auch er fühlt sich fremd in einer Welt, die allen das menschliche Leben eingeschlossen nur dann einen Wert zuerkennt, wenn es einen Nutzen hat. Der Glaube weiß sich an Gott gebunden, der mehr ist als nützlich, mehr als notwendig, der eine Schöpfung hervorgebracht hat, die viel mehr einem Kunstwerk als einer Maschine gleicht, der den Menschen geschaffen hat, der keinen Zweck außer sich hat, aber gerade so unendlich wertvoll und einzigartig ist. In der Absichtslosigkeit von Schöpfung und Mensch liegt ihre Schönheit begründet, an der auch der hinreißend gefährliche Sirenengesang seinen Anteil hat. Ihm voller Hingabe zu lauschen, ohne sich selbst zu verlieren, das macht die Kunst des wahren Lebens aus, die Lebenskunst. In Augenblicken, in denen dieses Kunststück gelingt, spüren wir einen Hauch von Glück, der uns ahnen lässt, wie sich eine Welt jenseits des Nutzens und der totalen Verwertbarkeit der Dinge und schließlich des Menschen, wie sich eine Welt jenseits des Nutzens anfühlt. Von einer solchen Welt träumt die Kunst. Auf die göttliche Verheißung ihrer Wirklichkeit setzt der christliche Glaube.